Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2. Als die Grünhäute, es tut mir leid, das lange Loch ohne jegliche Episoden. Ich habe es gerade mal geschafft, Ziff noch laufen zu lassen. Die Europa Universalis Vielschauer haben das gleiche Problem. Es wird besser, ab jetzt. Weil heute kann ich aufnehmen, morgen kann ich aufnehmen, übermorgen kann ich aufnehmen. It's amazing, okay, let's go. Was wollen wir hier bauen? Ein Karakieren, ja, können wir das ruhig mal ein bisschen aufbessern. Und hier könnten wir, haben wir Ressourcen? Beastlies, Recruitment Cost, minus 20% for War Wolf and Spider Rider Unit Recruits. Okay, Unix bin, ja, yeah, sure. Why not, wir haben Geld ohne Ende, bist du deppert, sind wir reich. Echt ziemlich hart, wie reich wir sind. Aber da unten ist immer noch alles nicht schön, gell? Da gibt's Lizardmen, die deppert sind. Ja. Ja, alles unschön. Und ich habe gerade keine Armee hier rumstehen. Ist auch unschön. Ich meine, da kommt jetzt mal langsam eine vorbei. Aber die muss ich auch zuerst einmal hier um die Skaven kümmern. Wenn ich... Also, warte mal. Upsi. Hätte ich den... Ich hätte den angreifen sollen, oder? Soll ich jetzt nochmal laden? Das habe ich ein bisschen übersehen. Upsi! Wupsi dupsi. Kannst du dich um den kümmern? Ich meine, du verlierst wahrscheinlich. Aber vielleicht kannst du ihn wenigstens ein bisschen runterschießen oder so. Damn, ich habe nichts in der Nähe, gell? Was ist mit dir? Hey, du hast denn zwei Runden eine vollständige Armee. Ich meine, du bist jetzt hier nicht mehr wirklich... Wo bist denn du überhaupt? Also, du bist jetzt da oben. Ist da auch nochmal ein Wag? Ist auch nochmal ein Wag. Holy shit. Okay. Mit denen haben wir jetzt Frieden, gell? Achso, wir wollen jetzt... Genau, die haben sich das wieder zurückgeholt, die Dreckszwerge. Es kommt alles langsam wieder zurück. Sehr langsam, aber es kommt eh nur wieder zurück. Können wir mal darüber tunneln? Jo, du musst dich leider jetzt doch noch kurz um die da kümmern gehen. Ist das anstrengend. Wo ist denn der Rest? Das waren jetzt gar nicht. Das ist eins, zwei, das sind gerade mal drei, vier Armeen. Habe ich nur vier Armeen? Lords and Heroes. Grimgor Ironhide. Garsnag. Ah ja, Wursak, the Great Prophet. Ah, du bist da. Hä? Kannst du dein... Was will ich denn da überhaupt bauen? Ein weiteres Spinnchen? Mehr Black Orcs? Kann ich da irgendwas Gescheites bauen? Oh, ich kann Global Recruit, was mir eigentlich wurscht ist. Ja. Okay, ja. Don't shit your pants. Erzähl doch. Wir haben... 10 Black Orcs. Oder will ich noch mehr Kavallerie hier? Was will ich denn hier eigentlich? Oder noch ein... Doom darf ich keine Bock. Ich meine, einfach noch eine weitere Spinne, wenn ich das Geiste dauert, aber 6 Runden. 6 Runden will ich eigentlich nicht ruhig rumstehen hier. Achso, wir müssen Dragon Mines auch noch fertig machen gehen. Jesus. Ah, wir haben hier viel zu tun. Das müssen wir holen, ja. Und dass ich den jetzt nicht angegriffen habe, war halt auch blöd. Naja, wir können uns das zurückholen. Wenn wir die Dragon Mines dann auch noch haben. Ich meine, solange jetzt nichts angreift die Runde, ist alles gar nicht so schlimm. Mit dir sind wir jetzt, glaube ich, auch im Krieg. Mal schauen, was passiert. Ja. Okay, das ist dann leider nicht erreicht. Greift er vielleicht den Vager? Das will mich eigentlich auch nicht stören, dann ist er wenigstens abgelenkt kurz. Ich glaube nicht, dass der Waking die Armee gewinnt hier, aber, ja. Mal war das deppert, dass ich die nicht angegriffen habe. Ah, Na, jetzt eben halt noch gerade nicht, weißt? Nächste Runde. Nächste Runde können wir es vielleicht machen. Okay, macht aber nichts. Das heißt, vielleicht, wenn wir nächste Runde die beiden Städte einnehmen können, dann können wir Frieden mit ihm machen und dann wäre das eigentlich super. Claire muss ich jetzt auch nicht mehr groß aufspielen, ne? Join War against wen jetzt schon wieder? Styrgos Empire, ja, von mir aus. Mein Gott. Was ist schon wieder für Wars Join hier? Nur damit ich die mal irgendwann konföderieren kann. Mhm. Wer bist du? Morlocke ist wer genau? Daddy meint, sie wollen Payments auch noch dafür? Wo seid ihr überhaupt? Ich meine, wieso? Nein, ich meine, wo sind die? Kann ich schauen, wo ihr seid? Ich wusste nicht mal, dass die in der Nähe sind. Ah ja, Chaos kommt ja auch. Stimmt, da war ich was. Ich habe keine Ahnung.
Ich spiele zum ersten Mal eine Mortal Empires Campaign. Ich habe auch nie Warhammer 1 gespielt. Ich weiß nicht, wie schlimm das Chaos ist. Ich habe auch nicht lang genug in einem Let's Play zugeschaut, um es zu wissen. Black Mountains, Ja, Raiding, sure. Wer ist überall? Also du bist da, ah shit. Da müsste ich mich eigentlich auch erinnern können. Ja, die sind da runtergetunnelt, das soll der Schatz. Können die bitte nicht hier... Was für kleine Pisse. Was für kleine Pisse, die wollen mich schon wieder angreifen hier. Okay, wir tunneln uns jetzt einfach mal hier rein. Und der Wag kann weiter... Ja, der Wag macht mal das. Der Wag kann das alleine erledigen, solange da keine andere Armee daneben steht. Okay, aber jetzt kümmern wir uns mal um die Skaven. Nummer 1, du. Ja, oh, wir können das nicht kolonisieren. What a surprise! Let's go. Decisive victory. Wonderful. Wollen wir das überhaupt sacken? Man sagt und dann einnehmen, glaube ich, bringt mehr. Ja, Skaven wird einnehmen. Occupy. Gehört uns. Province secure Western Badlands. Ich glaube, wir haben dann alles secured hier. Ist jetzt hier im Krieg mit den Skaven eigentlich? Also da muss ich wieder in die Diplomatie schauen. Greenskin Tribes. Mit euch könnten wir auch noch ein bisschen mehr Treaties machen. Crooked Moon. Ja, Jesus. Okay, die wollen nichts mit mir zu tun haben. Wo sind die Savage Orc Tribes hier? I'm in charge here. Who do you? Du bist im Krieg mit Clan Moas. Das ist ein bisschen nervig, weil dann werden die wieder aufgefressen, bevor ich sie schön konfederieren kann. Du gehst dabei mal hier ein bisschen Rambazamba machen. Oh! Das kann man tatsächlich colonizen. Kostet mega viele Einheiten. Ich habe da fast keine mehr da drin. Oder? Autsch, ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis wir uns da wiederholt hätten. Wobei, warte mal, sind ein paar ganz aufgelöst? Nein, okay, zumindest das nicht. Granite Massive, ja, aber das sind nicht die Clan Moors. Das ist irgendwas, was ich nicht brauche, weil es nicht grün ist. Hier haben wir alles. Ja, da haben wir nur das eine. Aber ja, da haben wir alles. Okay, wir können jetzt eigentlich Frieden mit Clan Moor machen. Das ist eigentlich grundsätzlich kurzzeitig eigentlich gern tun würde, glaube ich. Weil sonst gehen wir den auf die Nerven. Hey, Clan Moss. Wanna make a peace treaty? Da bist du. Das sind zu viele Leute im Krieg. Peace treaty. Yo, shut up hier, Dropbox. Kriegen wir noch ein bisschen Geld dafür vielleicht? Nicht, dass wir es brauchen würden. Aber let's try. 2000 Gold drauf. 1, 2, 3. Low. Okay, nein. Aber ein Peace Treaty wollen sie. Von dem her machen wir das halt. Das Geld brauchen wir ja eh nicht. Okay, das heißt, wir haben kurz einmal Frieden mit ihnen. Das heißt, sie können uns jetzt da nicht mehr blöd auf die Nerven gehen. Was äußerst nett ist. Das heißt, wir können uns jetzt kurzzeitig möglicherweise... Naja, wobei ihr jetzt da oben, bis ihr da unten seid. Nämlich voll hier auf die Echsenmenschen konzentrieren. Ja, Nummer 2, das. Da ist wieder das Problem, gell? Das ist... Ja, dass es diesen Bug gibt. Deswegen kann ich, falls es eine Ressource tatsächlich gibt, sie nicht bauen. Mount Arachnos. Ich meine, du brauchst nicht wirklich... Aber wir brauchen auch nicht wirklich irgendwas anderes. Okay, Chaos Corruption überall. Müssen wir das Chaos... Wieso gibt es da jetzt Chaos Corruption? Hier, bitte. Events. Fucking Chaos Corruption. Dann haben wir halt noch ein bisschen mehr Untainted hier rein. Commandment available. Gibt es irgendwo Untainted dafür auch eigentlich? Nein. Wie sieht's bei euch aus? Obedience minus 11 gerade. Machen wir Growth und Obedience. Ah, du kannst auf Level 5. Surely, surely. Du kannst auf Level 3. Klar. Was haben wir gerade gemacht? Du kannst auf Level 4, das ist auch nett. Du kannst auf Level 1. Okay, alles klar, zum Glück war das noch nicht nächste Runde. Okay, Gasna, Goblin Great Shaman. Gorkel Fixit, Evasion haben wir schon. Curse of the Bad Moon. Cosmodel, DM randomly moving area of effect. Night Shroud. Stark spotted only at very close range.
Das könnte interessant sein manchmal, aber machen wir mal Earthing kurz. Wo sagt der Great Prophet, dass das Ganze ist Free of the Prophet, das ist doch Spleen Ripper. Das ganze Zeug da oben, which is nice. Wollen wir da noch Sachen verbessern? Brainbuster haben wir benutzt, oder? Sagen wir, es ist eine Single Unit. Machen wir mal ein bisschen Brainbusting. Sure! Und jetzt wäre Endturn. Jetzt will ich nochmal durchschauen hier. Ah, da haben wir zweimal das. Das macht natürlich keinen Sinn. Mach das mal hin. Ah ja, da können wir auch weitere Sachen bauen. Aber wir sind schon auf minus 4 bei dir. Wieso denn das jetzt bitte schon wieder? Wir haben da doch ein 4er Zelt. Ah, fucking Imperial Corruption. Commandment. Events. Ja, Corruption. Extorted Income. Fuck it. Wir machen was anderes. Aber wieso? Wir haben doch überhaupt kein Extorted Income hier. Wir haben doch was anderes da drin. Obedience plus 2. God damn it! Okay, and walls. Ah, man, wir werden dann eine Rebellion haben, bevor das fertig gebaut ist. Okay, Moment. Hört das auch irgendwann auf oder bleibt das jetzt, bis die alle tot sind? Dann müssen wir sie nämlich wirklich mal umbringen gehen irgendwann. Thorgrim Grudgebearer. Ach, man. Ich hätte da gerne auch eine Zone of Control. Fucking Thorgrim. Na gut, jetzt werden wir uns wahrscheinlich in die Schlacht wagen können. So, ist die Armee gut oder ist das noch eine veraltete? Ich glaube, das ist eine gute da oben. Wir werden es gleich sehen. Okay, Last Defenders machen mal Gott sei Dank nichts. Das finde ich sehr sympathisch von ihnen. Klammer ist nicht mehr unser Problem. Zumindest für den Moment. Und jetzt kommen wieder die ganzen Chaos-Typen, die eh nicht viel mehr Einheiten hätten als ich. Aber ich meine, es sind drei Tribes, die ziemlich groß sind. Quest successful. Wunderbar, wunderbar, Quest issued. Destruction and death precede your army. Wir haben schon wieder irgendwas. Fertig gemacht. Settlement lost. Ja, der raidet immer noch. Ready for duty. Zack, Brain Basher. Aha. Ally mobilizes. Defensive Drills. Mini Defense. Wunderbar. Yeah. The following region. Ackendorf. Any character. Das heißt, es muss nicht mal ein Hero sein. Ich gehe da eh gleich vorbei schon. Echt, wir können jetzt dann nicht angreifen. Ey, shit. Okay. Was? Yo. Let's go. Nein, du bist 19 von 20 und bist nicht ganz modern. Ja, sie sagen, wir sind trotzdem eher besser. Was hast du denn da? Ich weiß natürlich, ob das stimmt. Habt ihr in welche? Rangers, Quarrelers, Miners, Flamethrower, Close Quarters Infantry, Axe Infantry. Und sie haben... Ja. Das passt schon. Wir haben die Black Orcs. It's okay. Okay, dann werfen wir uns doch gleich mal in die Schlacht. Jetzt hat's geruckelt. Da wären wir auf alle Fälle. Dann müssen wir wirklich angreifen. Ich weiß, dass wir die Angreifherren sind, sozusagen. Aber wir haben die Artillerie und sie nicht. Wir wollen definitiv von weiter oben kommen, lieber. In der Richtung. Nah hier anfangen. Okay, das geht nicht. Mhm. Wieso schaut es in die Richtung? Also, weil ich es falsch herum gemacht habe. Ah, wonderful. Ich meine, wir könnten sie ein bisschen länger aufstellen. Noch ein bisschen länger? So vielleicht? Ja, damit wir möglicherweise flankieren können. Die Trolle will ich eigentlich gerne mehr so... Ja, okay, wir können mit den Trollen flankieren, fein.
hätte ich lieber in der Mitte gehabt, aber das ist mir jetzt zu nervig, die jetzt wieder zurück umzustellen. Jeder kommt dahin. Grimgor kommt in die Mitte. Und ja, ihr haut euch dahin. Start Battle. Okay, dort drüben sind sie. Könnt ihr schon auf sie schießen? Wenn ich nochmal drüber schaue. Ja, so knapp fast schon eigentlich. Das heißt, wir werden jetzt euch einmal gruppieren. Vielleicht sogar... Ja, kommt auf die linke Seite. Kommt auf die rechte Seite. Wir machen hier ein Grüppchen. Und machen das gelockt. Wenn ich euch jetzt sage, geht's dahin. Wie schauen wir dann aus? So. Es könnte schlimmer sein, könnte aber auch besser sein. Ich würde euch lieber irgendwie... Ja, ich meine, wie gesagt, eigentlich müssen sie ja ankommen. Aber wir können ein bisschen nach vorne zumindest. Und ihr könnt auch nochmal ein paar Schritte dahin gehen. Oder vielleicht hierhin. Damit wir definitiv alles im Schussfeld haben. Und ihr könnt es hier nochmal probieren, auf die zu schießen. Sie sind ja Gott sei Dank lahm, aber leider gut gepanzert. The high ground is yours, Commander. Be sure to use it to best advantage. Okay, kommen sie auf mich zu? Sie kommen auf mich zu. Burschen, ihr müsst nicht mehr weiterlaufen. Ihr könnt einfach hier stehen bleiben, wo ihr jetzt gerade seid. Oder circa da, wo ihr jetzt gerade seid. Und dann könnt ihr schon mal doch losschießen. Und eigentlich ist am besten die Ex-Infanterie, I guess. Und ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Schaden mache an denen. Es ist nicht, dass sie besonders weak sind gegen Arme. Aber stirbt trotzdem nichts von ihnen. Momentan zumindest. Okay, jetzt hauen meine so ein bisschen rein. Wir können da weiter auf den Flanken, auf den Nerven gehen. Müssen nur da mal aus dem Weg gehen. Okay, sie wollen jetzt auf den High Ground. Zumindest zu halber der High Ground. Also sie sind momentan nicht nah genug, um auf mich zu schießen. Vielleicht können wir uns sogar noch einmal kurz ein bisschen zurückziehen, ehrlich gesagt. Weil es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund, hier zu nah an ihnen zu sein, während meine Artillerie noch genug Munition hat. Vor allem da wird es dann ein bisschen flacher. Abschießen und hoffentlich noch irgendwas kaputt machen. Nice, schön getroffen. Gut, deren Fernkämpfer sind jetzt mit meinen Fernkämpfern beschäftigt, was mich nicht im geringsten stört. Wir sind immer noch ein bisschen falsch aufgestellt. Wir können noch ein bisschen weiter nach hier hin. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange, aber ich glaube es eigentlich nicht. Noch eine kleine Linksverschiebung. Was hast du da? Fireball. Bounce Bell. Effective at long range. Können wir das insgesamt nur viermal machen oder nur viermal pro Kampf? Wir könnten es da, effective at long range. Schauen wir mal da rein. Schauen, wie das aussieht. Ah, da kommt er ziemlich langsam angeflogen. Okay. Wenn es dermaßen lang dauert, hätte ich ein bisschen weiter nach vorziehen sollen. Okay, wir haben die Hälfte unserer Munition circa verschossen bis jetzt. Jetzt hat er gerade nichts getroffen. Ja, unsere Warriors können da ruhig fliehen, wenn sie möchten. Also, jetzt können sie auch schießen. Ich glaube, es ist Zeit, ein bisschen vorzurücken. So, und dann im letzten Moment können wir ihnen den Charge-Befehl geben.
kannst mal auf den losgehen. Du auf den. Du auf den. Ähnlich so. So. Und der versucht schon mal ein bisschen eine Umgehung zu machen. Das ist der letzte, dem. Achso, warte mal, dir habe ich den Befehl gegeben. Du kannst dahin, du kannst von mir aus dahin und dann versuchen wir mit euch hier noch eine Umgehung zu machen. Schau mal, wie es funktioniert. Darüber versuchen wir auf den Chef loszugehen. Warte, die habe ich keinen doch. Dahin. 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 Okay. Du kommst hier hin. Wo sind meine... Da ist jetzt hier. Jetzt da meine Mitte. Du kannst eigentlich auf die... Genau, auf die losgehen. Du kannst da rein chargen. Du kannst darauf. Wir gehen da rein. Wer ist das denn? Master Missile Specialist, okay. Okay, wir können da auf die los. Du kannst mal hier auf die los. Hey, ich glaube, wir gewinnen ziemlich eindeutig hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die sind schon alle mega geflohen. Mhm. Machen sich auch so auf den Staub. Wir können den noch versuchen zu killen. Okay, alle clean fliehen vollständig. Aber vielleicht können wir die Chefs noch killen. Bisschen Bock, den Chef zu killen, wenn es geht. Bitte. Alle auf den Chef. Go on. Let's kill him. Der Chef ist langsam gefährt hier. Also Gefährt. Auf seinem getragenen Gefährt. Haut halt die Zwerge und dann fliegt am Boden. Schön killen. Und ihr immer noch den killen, bitte, wenn es geht. Oh, ihr dürft nicht mehr? Wohl dürft ihr noch. Den killen. Trolle. Come on. Go down. Bam. Was mit dir? Keine Lust noch vollständig drauf zu gehen. Gehen wir mal ein bisschen schnellere Geschwindigkeit hier. Mit denen auch noch. Yo, auch noch gekillt. Wonderful. Beide Chefs gekillt. Also ich glaube, das war nur ein Held. Aber egal. Sehr erfolgreich. Sehe euch gleich auf der anderen Seite. So, Decisive Victory, sagt das Spiel. Ich stimme zu. Wollen wir sacken? Ich glaube, wir machen einfach nur Loot in Occupy. Der Bequemlichkeit wegen. Stone from the enemy. Follower gain. Province secured. Bla 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 bla. Wonderful. So. Das wäre es für die Folge. Ich hoffe, wir haben es euch Spaß gemacht, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Ich schwöre, es dauert diesmal nicht so lange. Bis dann. Baba.